Der Ball rollt schon lange in allen deutschen Ligen. In der Bundesliga ist der FC Bayern München mal wieder auf Platz 1. In der zweiten Bundesliga steht Fortuna Düsseldorf an erster Position. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit Hamburg und Schalke werden soll. Und in der dritten Liga momentan Dynamo Dresden an allererster Position. Und wir werden in diesem Video herausfinden, wer am Ende Bundesligameister, Zweitligameister und Drittligameister wird. Denn EFC 25 wird uns das Ganze innerhalb dieses Videos voraussagen und natürlich noch das ein oder andere mehr. Welcome back to Sturbeck und EFC 25, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga, Zeit, Time. Heute dreht es sich also um die Ligen in EFC 25, die wir in Deutschland zur Verfügung stehen haben, denn EFC 25 ermittelt heute, wer Deutscher Meister, Zweitligameister und Drittligameister wird. Und hinzu kommt, dass alle drei Meister plus eine Extramannschaft nochmal ein kleines weiteres Turnier spielen werden, um den Meister aller Meister herauszufinden. Und nebenbei schauen wir natürlich auf die Torschützen und Torvorlagengeber. Und wer wird deiner Meinung nach Deutscher Meister, Zweitligameister und Drittligameister? Schreib mir es gerne unten in die Kommentare plus oder halt extra deine Idee für meinen Videokanal, was ich hier mit EFC 25 alles so machen kann. Und jetzt würde ich mich schon mal mit einem Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und das Video mit all deinen Freunden teilen. Und wir springen jetzt zum 10. Spieltag der 3., 2. und 1. Liga. Ka-ching! 10 Spieltage sind gespielt und in der 3. Liga sieht es momentan wie folgt aus. Ganz unten Hannover 96, zweite Mannschaft Waldhof Mannheim, Viktoria Köln und der FC Ingolstadt stehen auf den letzten 4 Plätzen und der Haching beispielsweise hier auf Platz 13. Dynamo Dresden, was soll ich hier sagen? Gerade mal 6. Platz, also vielleicht waren sie zwischendurch auch schon auf Platz 1, aber hier sind sie gerade nicht auf Platz 1, wie es in der Realität momentan der Fall ist. Die Kogge von der Ostsee, Hansa Rostock, nur auf Platz 8. Und jetzt gehen wir mal weiter nach oben. 4 Osnabrück, 3 Sandhausen, 2 Arminia Bielefeld und auf Platz 1 RWE, Rot-Weiß Essen und das mit 2 Punkten Abstand. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. In der zweiten Bundesliga sieht es fast so aus wie im Real Life. Also zumindest, wenn ich auf den FC Schalke 04 schaue. 17. Platz. Also es kann wieder nur eine verkorkste Saison werden. Auch hier in FC 25 anscheinend. Im Real Life sieht es ja auch nicht viel besser aus. Was soll ich dazu noch sagen? Dafür fällt mir auf jeden Fall auf, dass Preußen Münster hier auf Platz 9 steht. Kurz hinter dem HSV, die mal wieder nicht unter den Top 3 landen. Im Real Life ist das ja Stand jetzt auch gerade so. Und dann gucken wir mal, wer jetzt hier auf Platz 3 steht. Das ist der 1. FC Nürnberg mit Miro Klose als Trainer. Respekt dafür. Platz 2, Fortuna Düsseldorf, fast so wie im Real Life. Da stehen sie momentan auf Platz 1. Und auf Platz 1 hier ist es der 1. FC mit 3 Punkten Vorsprung. Und in der Bundesliga will der FC St. Pauli sofort wieder absteigen. 2 Punkte nach 10 Spieltagen ist natürlich ein Witz. Und auch Holstein Kiel möchte wohl wieder runter in die zweite Liga. Heidenheim bekommt anscheinend die Conference League nicht so wirklich. Stopp! Sonst kriegt sie gleich einen auf den Schnauzer. Union Berlin mal wieder unter den Top 10. RB Leipzig nur 6. Leverkusen, letztjähriger Meister, nur auf den 5. Platz. Mainz 05 auf Platz 4. Holla die Waldfee auf Platz 3. Der FC Bayern München auf Platz 2. Die TSG Hoffenheim, die europäisch wahrscheinlich nicht so gut ist wie jetzt hier in der Bundesliga. Und auf Platz 1 Borussia Dortmund, aber nur einen einzigen Punkt Vorsprung vor dem Rekordmeister. Ob das wirklich hilft? Yeah. Und bevor wir jetzt zum 17. Spieltag, zur Halbzeit der jeweiligen Ligen springen, wobei dritte Liga hat ja ein bisschen mehr Spiele, da müssen wir natürlich dann 1-2 Spieltage mehr nehmen. Nein, doch. Schauen wir auf die Torjäger und Torvorlagengeber. Und in der dritten Liga steht hier Maximilian Kraus auf Platz 1 mit 6 Toren, 1 Punkt Vorsprung vor Platz 2 bis Platz 8. Bei den Torvorlagen steht Jakobsen auf Platz 1 mit 6 Vorlagen, 2 Vorlagen Vorsprung
vor dem zweiten und drittplatzierten. In der zweiten Liga steht hier an erster Stelle Vermaei, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, von Fortuna Düsseldorf mit 8 Toren. Torgleich mit Tigges vom 1. FC Köln. Bei den Torvorlagen in der zweiten Liga steht an erster Stelle Tigges vom 1. FC mit 4 Vorlagen. Eine Vorlage mehr von Kempe von Darmstadt 98. In der Bundesliga steht mal jemand an der ersten Stelle, der sonst nie an der ersten Stelle stehen würde. Nämlich Grifo vom SC Freiburg, 8 Tore. Torgleich mit Max Beier von Borussia Dortmund. Na, da hat sich der Einkauf ja auf jeden Fall gelohnt. Bei den Torvorlagen steht Musiala auf Platz 1 mit 8 Vorlagen. 3 Vorlagen mehr als Luis Holtby von Holstein Kiel. Oha. Halbzeit in allen 3 Ligen. Und ja, die dritte Liga hat natürlich 2 Spiele mehr. Sie sind immerhin auf 20 Mannschaften, müssen insgesamt 38 Spiele spielen. Dritte Liga, 19 Spieltage gespielt und Stand jetzt hat sich auf dem 20. Platz auf jeden Fall nichts verändert. Hannover 96, zweite Mannschaft, immer noch der letzte. Unterhaching von 13 auf 19 runter, Dortmund 2 auf 18 und Energie Cottbus steht hier nicht mehr unter den Top 12, sondern ist auf Platz 17 abgerutscht. Dynamo Dresden nur noch auf Platz 10. Ja, sage mal, das sah doch vorhin tausendmal besser aus. Ich meine, Arminia Bielefeld, also die stand vorhin noch auf dem 2., sind in zwischen nur noch 9. 60 München auf Platz 8 hoch vom 12. Und jetzt schauen wir mal, wie denn die Top 4 aussehen. Auf Platz 4 Rot-Weiß Essen vom 1. runter. Gar nicht mal so geil. Platz 3 Saarbrücken, also hoch, ich glaube vom 5. auf den 3. Platz 2 der VfL Osnabrück und auf Platz 1 steht der FC Hansa Rostock, die Kogge, bei der ich absolut nicht glaube, dass sie den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Boah, das war ein Stimmungskiller. Aber vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt. Und Stand jetzt sieht es ja danach aus. Schauen wir aber erstmal in die zweite Liga. In der zweiten Liga, oh, Schalke nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Den haben sie verlassen. Braunschweig weiterhin letzter, Magdeburg jetzt 17. Der erste FC Kaiserslautern, die rote Macht von Betzenberg auf Platz 16. Der HSV, ich glaube, immer noch Position Nummer 8 einbehalten. Hannover 96 auf Platz 4, auf Platz 3 Elversberg. Okay, das ist ziemlich verrückt. Auf Platz 2 der erste FC Nürnberg und auf Platz 1 weiterhin der erste FC aus Kölle. Köller Alarm! Also in der ersten Bundesliga hat sich auf jeden Fall im Tabellenkeller nicht viel getan. St. Pauli weiterhin 18. Holstein Kiel weiterhin 17. VfL Bochum dafür jetzt auf dem 16. Platz, dem Rehli-Platz. Mainz auf jeden Fall runter auf 7. Hoffenheim nicht mehr auf dem 2. Tabellenplatz, auf dem 3. Bayern 0 für Leverkusen, 1 Punkt Vorsprung vor Hoffenheim. Dortmund nur noch 2. Und jetzt hoffe ich mal, auch wenn ich Bayern-Fan bin, dass Bayern nicht so viele Punkte Vorsprung hat. Und sie haben zum Glück nur 2 Punkte Vorsprung. Das geht doch nicht. Und jetzt ist die große Frage, wie ist denn der Stand bei den Torjägern und Torvorlagengebern? Fangen wir in der 3. Liga an. Und hier steht die Kogge auf Platz 1 mit 12 Toren. Berisha hat hier also momentan die Nase vorn. 2 Tore Vorsprung vor den 2. und 3. Platzierten. Bei den Torvorlagen in der 3. Liga ist es Simakala vom VfL Osnabrück. In der 2. Liga steht weiterhin Vincent auf Platz 1 von Fortuna Düsseldorf. 1 Tor Vorsprung vor Tigges vom 1. FC Köln. Ich muss kurz unterbrechen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bei den Torvorlagen ist es Kempe von Darmstadt 98, aber Torvorlagen gleich mit Michel und Tigges. Fehlt also nur noch die Bundesliga und hier, oh, Platzwechsel. Maximilian Bayer von 2 auf 1 und Grifo von 1 auf 2 runter. 2 Tore Unterschied. Bei den Torvorlagen steht weiterhin Musiala auf Platz 1. 3 Torvorlagen mehr als Luis Holtby, der vorhin auch schon auf 2 stand. Ich bin sehr, sehr gespannt. Halt dein Maul. Ja, ist doch gut, Mann. Ich sag's immer wieder gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt am Ende der Ligasaison aussehen wird. Aus, 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 aus. Die Saison ist vorbei. Nein! Ach, Mann! Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es Hansa Rostock in der 3. Liga geschafft hat, aufzusteigen, den Wiederaufstieg hinzubekommen, aber natürlich auch noch, wer noch auf- und abgestiegen ist. Schauen wir also zuallererst in die 3. Liga und der VfB Stuttgart. Die 2. Mannschaft steigt hier ab. Hannover 96, die 2. Mannschaft steigt ab. Dortmund, die 2. Mannschaft steigt ab. Und Alemannia Aachen steigt ab. Also, ich glaube, es gibt jetzt keine Playoffs. Bin mir leicht unsicher. Weiß ich gerade nicht. Energie Cottbus konnte sich auf jeden Fall retten, ist nicht abgestiegen. Arminia Bielefeld am Ende nur 8. Dynamo Dresden, naja, immerhin noch 5. geworden. Und auf Platz 4
Rot-Weiß Essen. Da hat sich also zur Halbzeit an der Position nichts geändert. Platz 3, 1860 München. Kurios. Auf Platz 2, die Kogge von Rostock. FC Hansa Rostock steigt auf, wieder Aufstieg geschafft. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Großes Kino. Und auf Platz 1, Saarbrücken darf also mal wieder in die zweite Bundesliga. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Aber eine Kiste fehlt dahin noch, und zwar die Relegation. Schauen wir also auch noch auf die Relegation. Und hier setzt sich TSV 1860 München durch. Die spielen also mal wieder zweite Bundesliga. Ja! Ja! Ja, nie ist klar, FC 25. Aber da wir gerade von der zweiten Liga reden, in der zweiten Liga ist Braunschweig und Jan Regensburg abgestiegen. Regensburg hat es also nur eine Saison lang wieder in der zweiten Liga gehalten. Und Ulm, haben wir ja gerade gesehen, ist auch abgestiegen, weil sie in der Rallye gegen 1860 München verloren haben. Preußen Münster für die erste Saison nach gefühlt 100 Jahren in der zweiten Bundesliga. Auf Platz 9, der 1. FC Nürnberg hier nur auf 8. Boah, die sind richtig gut runtergerutscht. Und auch Düsseldorf. Manometer. Elversberg nur noch Platz 6. Schalke 04 hat immerhin noch den 5. Platz mit 56 Punkten geschafft. Aber hat der HSV jetzt hier endlich mal den Aufstieg geschafft? Leider nein, nur Platz 4 mit 56 Punkten. Also punktgleich mit Schalke 04. Platz 3, Hertha BSC darf also in die Relegation. Auf Platz 2, Hannover 96 steigt auf. Und auf Platz 1 dann der 1. FC Köln. Also die haben auf jeden Fall nicht lange in der zweiten Liga ausgehalten und haben sich gedacht, sofort wieder zurück ins Oberhaus in die 1. Bundesliga. Und wie sieht's denn da aus? In der Bundesliga, das glaubst du mir nicht. Das glaubst du mir jetzt wirklich nicht. Zumindest, wenn es um die Abstiege geht. Denn der FC St. Pauli hat nur 10 Punkte gerockt. Abgestiegen. Holstein Kiel, 10 Punkte mehr. Abgestiegen. Der SV Werder Bremen hier auf dem Relegationsplatz. Der SC Freiburg auf 7, Hoffenheim auf 6. Sie spielen also wieder europäisch, auch wenn es diesmal in Anführungsstrichen nur die Conference League ist. Der VfB Stuttgart, in dieser Saison noch Champions League Teilnehmer. Nächste Saison also nur Europa League. Leipzig auf 4, war vielleicht nicht anders zu erwarten. Auf 3, Bayern 0 für Leverkusen. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Auf 2 folgt Borussia Dortmund mit 82 Punkten und Bayern München wird punktgleich deutscher Meister. What? Das ist ja richtig verrückt. Hätte ich so definitiv nicht kommen sehen. Vor allen Dingen Dortmund und Bayern München, 82 Punkte, 26 Siege jeweils, 4 Unentschieden jeweils, 4 Niederlagen jeweils. Und dann macht es das Torverhältnis. Das ist ja unglaublich. Glückwunsch nach München zur nächsten Meisterschaft. Schade, dass das Ganze, auch wenn ich Bayern-Fan bin, muss ich sagen, schade, dass das Ganze nur eine Saison gehalten hat und Bayern München wieder deutscher Meister wurde. Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Das sind auf jeden Fall die Meister in allen drei Ligen. Jetzt fehlt aber natürlich noch für jede Liga der Torschützenkönig und der Torvorlagenkönig. Und in der dritten Liga wird es Daffener von Dynamo Dresden mit 21 Toren. Bei den Torvorlagen in der dritten Liga wird es Simakala von VfL Osnabrück mit 8 Torvorlagen. In der zweiten Liga der Torschützenkönig Tigges vom 1. FC Köln, 22 Buden, 2 Tore mehr als Robert Glatzel. Der hat es also doch nochmal richtig schön hoch getroffen. Bei den Torvorlagen in der zweiten Liga macht es Sven Michel oder Sven Michel vom SC Paderborn mit 10 Vorlagen. Genauso viele hat auch Steven Tiggins vom 1. FC Köln. Der Torschützenkönig in der Bundesliga und der Torvorlagenkönig in der Bundesliga. Und hier, ich glaube, du siehst es kommen. Harry Kane, Torschützenkönig in der Bundesliga mit 21 Buden. Ein Tor mehr als Openda. Bei den Torvorlagen, Musiala wird hier der König mit 3 Torvorlagen mehr als Julian Brandt von Borussia Dortmund. Das kannst du dir ehrlich gesagt nicht ausdenken. Und was du dir auch nicht ausdenken kannst, ist auf jeden Fall, dass wir hier noch gar nicht fertig sind. Wir haben jetzt natürlich den deutschen Meister, den Zweitligameister und den Drittligameister gekürt bzw. ermittelt in FC 25. Aber diese drei Teams dürfen jetzt noch mit einem weiteren Zweitplatzierten in
die Endrunde der Endrunden, um am Ende zu gucken, ob auch wirklich der FC Bayern München der Meister aller Meister ist, was sich jetzt hoffentlich nicht bestätigen wird. Aber erstmal geht's zur Auslosung und am Ende wird es die Mannschaft Hansa Rostock. Hansa Rostock darf also mit am Start sein und die müssen auch gegen den FC Bayern München spielen. Saarbrücken darf gegen den ersten FC Köln ran. Halt dein Maul. Und simulieren das Ganze mit der Schnellsimulation Rostock gegen den FC Bayern München. Und am Ende gewinnt Bayern München klar 4:2. Saarbrücken gegen den ersten FC Kaiserslautern. Damn! Und hier gewinnt Saarbrücken durchs Elfmeterschießen mit 5:4. Jetzt müsste FC 25 richtig hardcore sein und Saarbrücken gewinnen lassen. Was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Aber das sehen wir in 3, 2, 1 und 2:0 für den FC Bayern München. Harry Kane macht es also klar, Bayern München ist auch dieses Jahr wieder der Meister aller Meister innerhalb Deutschlands. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, das Video mit all deinen Freunden teilen. Bis zum nächsten Video, snickst du hier auf jeden Fall nochmal rein. Die Europa League komplett durchsimuliert den FC 25 und du glaubst nicht, wer Europa League Sieger geworden ist. Und deine Videoidee jetzt unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.